Die Baureihe 364 der Deutschen Bahn AG, der langlebige Rangierhobel, kommt als Pico-Expert-Modell in den Fachhandel. Die Deutsche Bundesbahn beschloss schon früh die Entwicklung einer Dieselrangierlok, um Dampflokomotiven im Rangierdienst ablösen zu können. Die ersten Loks der neuen Baureihe kamen ab 1955 zur Deutschen Bundesbahn. Bis 1963 erfolgte die Lieferung von insgesamt 942 Exemplaren. Ab 1968 wurden die leichteren Loks mit 48 Tonnen Gewicht in BR-260 und die schweren Loks mit 54 Tonnen Gewicht in BR-261 unterteilt. Die Fahrzeuge bewährten sich hervorragend und wurden zunächst als Dieselloks geführt, ab 1987 aber den kleinen Lokomotiven zugeordnet. Parallel dazu erfolgte der Einbau von Funkfernsteuerung. Die fernsteuerbaren Lokomotiven erhielten die Bezeichnung 364 bei der leichten Bauart beziehungsweise 365 bei der schweren Bauart. Auch heute sind noch viele Fahrzeuge im aktiven Rangierdienst zu sehen, mittlerweile stehen aber auch viele Maschinen bei privaten EVUs und Museen im Einsatz. Das Vorbild des Modells der Baureihe 364 der DB Cargo mit Revisionsdatum vom 10. März 2000 war in Kornwestheim stationiert. Der Farbanstrich ist entsprechend verkehrsrot und die Lok mit Funkfernsteuerung ausgerüstet. Das Modell kommt in folgenden Varianten in den Fachhandel. DC-Lok analog. AC-Lok inklusive Pico Smart Decoder 4.1 Plax 22 mit MFX-Fähigkeit. Soundlock inklusive Pico Smart Decoder 4.1 Sound Plax 22. AC Soundlock inklusive Pico Smart Decoder 4.1 Sound Plax 22 mit MFX-Fähigkeit. Die dreiachsige Stangenrangierlok glänzt mit einer Vielzahl extra angesetzter Details, wie die Luftkühlleitungen, Kondenswasserbehälter, Indusi, Fettpumpe, Hupe, Funkantenne, Aufstiege, Griffstangen und die feine Spurkranz-Schmiereinrichtung der Bauart Delimont Flume. Eine saubere und trennscharfe Bedruckung rundet den perfekten Gesamteindruck dieser Maschine ab. Das Modell der Baureihe 364 ist mit zwei Kurzkupplungsschächten nach NEM ausgerüstet. Eine Achse ist zusätzlich mit einem Haftreifen versehen. Einen gewichtigen Auftritt verleiht dem Modell der Baureihe 364 der schwere Zinkdruck-Gussrahmen. Angetrieben wird die Lok von einem kräftigen Motor mit zwei Schwungmassen, die zusammen für exzellente Fahreigenschaften in jedem Geschwindigkeitsbereich sorgen. Die Lok ist mit einer digitalen Schnittstelle Plax 22 ausgerüstet. Das analoge Modell ist für ein unkompliziertes Nachrüsten mit Sound und größtmöglichen Lautsprecher vorbereitet. Das Modell der Die Soundlok ist insgesamt mit 28 digital schaltbaren Soundfunktionen ausgestattet. Hier ein paar ausgewählte Beispiele. F0, Licht an, out. F1,
Motorsound. F2 Hom. F3 Makrophon. F4 Führerstandsbeleuchtung. F6 Fahrwerksbeleuchtung. F7 Rangiergang. F14 Druckluft ablassen. F15 an abkuppeln. F19 Rangierfunk 1. Noch 3 Längen. Noch 2 Längen. Noch 1 Länge. Und halt. Vorrang 1 halt. Bleib stehen, jawohl. 4-1 bitte für Stellwerk KW. Rang 1 hört. Die Rang 1 aus 23 vorziehen, bis an die Maschinen. Ja, und die Rang 1 kommt vor aus 23 bis an die Maschinen. F20 Rangierfunk 2. Hier ist der Werkmeister vom Südwerder, einer bitte auf 67 abdrücken. Jo, und aus 67 abdrücken. Ich drücke an. Strich schneller bitte. Achtung! Und die Nordberg-Lok halt. Und Stellwerk KW bitte für die Nordberg-Lok. Und KW hört. Jo, die Nordberg-Lok dann bitte einmal aus 23 an die Tankstelle. Jo, und aus 23 an die Tankstelle, geht los. F25 Zugbeleuchtung, Lok schiebt. F26 Zugbeleuchtung, Lok zieht. Die Baureihe 364 der Deutschen Bahn AG von Pico überzeugt durch feinste Lackierung und Bedruckung in stimmigen Farben und Schriften, vorbildgerechte Proportionen, feine Gravuren und viele extra angesetzte Details. Mit diesen attraktiven Besonderheiten und den technischen Standards der digital schaltbaren Führerstands- und Triebwerksbeleuchtung zeigt Pico einmal mehr hohes Niveau bei Neukonstruktionen und verspricht lang anhaltenden Spielspaß durch die betriebstaugliche Ausführung, durchdachte technische Features und hervorragende Fahreigenschaften zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis.